Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Monochroma. Ja, ich bin natürlich mal wieder das Bruce und trage meinen Bruder durch die Gegend, so wie sich das gehört. Falls euch was aufgefallen ist, das Spiel sieht jetzt ein bisschen besser aus, weil das Spiel hat mich direkt ins Spiel geworfen, als ich es gestartet habe. Dementsprechend konnte ich gar nicht nachprüfen, ob die Auflösung richtig ist und so weiter und so fort. Ja. Jetzt spielen wir auf der richtigen Auflösung. Also wenn die erste Folge noch ein bisschen komisch und verpixelt rüberkommt, dann ist das jetzt gelöst, das Thema. Wie ist denn das? Kann ich den hier absetzen? Nee. Achso, ach nee, es geht da tatsächlich weiter, okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, man kann noch ein paar lustige Dinge tun. Sonst, ich kann ihn ja einfach mal hier absetzen und vielleicht mit dem Schiff nochmal zurückfahren. Denn ich habe das Gefühl, dass wir hier ein Secret machen können. Nevermind, nevermind. Wir machen hier kein Secret, aber trotzdem wird es ja notwendig sein, ihn hier abzusetzen. Ah, okay. Also mit anderen Worten, wenn ich hier rauf gehe und dann wird das alles so und tralala. Ist ja höchst interessant. So. Dann brauche ich ihn wohl doch. Nämlich, um dann hier rauf zu springen und dann quasi den... Na, ah, ja, okay. Sehr gut. So. Aha. Ist das ein Thema? Möchte ich ihn da drauf... Ach ja, ich möchte auf die... Ah, ja, okay. Möchte nämlich auf die Leiter dort und deswegen möchte ich ihn gerne hier absetzen, damit das Teil hier ein bisschen höher kommt und ich hier raufspringen kann. Und nun kann ich nämlich tolle Dinge tun. Nämlich zum Beispiel mich hier rüber hangeln. So, wenn mir das bringen wird. Achso, eine Kiste bringt mir das. Ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Diese Kiste hier nehmen und sonst wohin schieben. Oder ziehen. Oder wie auch immer. Landet die jetzt genau auf dem Kopf von unserem Kollegen hier? Nee. Gut. Ich wollte schon sagen. Das hätte mich jetzt nicht mal gewundert. Also bam. Tot. Schade. So. Ja, nimm ihn dann einfach mit und tragen ihn da jetzt mit hoch. Ich denke mal, das ist eine Möglichkeit, die wir in Erwägung ziehen können. Genau. Weil wir sind ja so stark, dass wir uns hier auch hangeln können. Mit einem Dulli hinten drauf. Das passt. Das ist ja alles kein Problem. Ja, dass der Dulli mein Bruder ist, ist ja auch nur eine Nebensache. So. Ja, übers Dach laufen, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ach Gott, okay. Ah, jetzt komme ich nämlich auf den Turm, wo ich eigentlich vorher schon mit dem Schiff rauf wollte. Ah, ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Nein, stop it. Nein. Schön hier oben drauf bleiben. So, frage ich mich nur, was das hier jetzt genau ist. Egal, wir klettern einfach dran hoch. Und ist ja auch eine Möglichkeit. Wer hat denn die Lichter hier platziert? Das ist ja furchtbar. Ist ja überhaupt nicht symmetrisch. Das ist ja... Oh, nee. Nee, du, das könnte ich nicht, du. Oi. Woo!
Okay, Moment, das hat mich ein bisschen überrascht, das hat mich ein bisschen off-guard geschnappt hier. Das, okay. Ah ja, okay. Schön. Schön, dass sie. Ach so, okay. Ja, gut. Ja, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochklettern. Ja, das macht ja Spaß. Das ist ja richtig lustig. Ach Gott. Dann sind hier. Guck mal, hier unten hat er sich noch Mühe gegeben mit der Symmetrie. Ja, und denn? Was dann passiert? Dann. Keine Ahnung, hat er einen Schlaganfall gehabt oder was? Ey, das ist ja furchtbar. Wie kann man denn so die Lichter verteilen? Das geht doch nicht, Freunde. Wenn ihr irgendwann mal ein Haus baut oder irgendwo mal Lichter dran machen wollt, macht die bitte symmetrisch dran. Das kann sich ja keiner anschauen hier. Das ist ja, also, ich meine ja nur, ne? Freunde der Sonne, das geht ja gar nicht. So. Warum auch immer jetzt das Teil nicht mehr. Aber egal, ist ja alles gut. So. Ich gehe einfach weiter hoch. Nee, was ist denn hier? Aha, ein Secret ist hier. Wenn sich so denkt, so, ja, warum sollte der eigentlich da lang gehen? Kein spannendes Secret. So, die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt ein Zug kommt, ist ja relativ gering. Hatten wir ja schon festgestellt. Wenn die Brücke hier so halb kaputt ist, gut, auch kein, von vorne kein Zug kommen, nicht wahr? Deswegen, nochmal kannst du mich damit nicht schocken, wenn ich jetzt einen Zug höre oder so. Aber das versucht er auch gar nicht. Okay. So, rüber. Ja, das sieht ja spannend aus dort. Hallo. Achso. Ach, ich habe das zuerst als irgend so ein Gruselvieh gesehen. Hier mal kurz hier ab. Mal hochschieben hier. Ja, weil dann kann ich nämlich. Na! Oh. Ah, okay. Kann ich das denn jetzt verschieben? Nee. Kann ich nicht. Nee, ich glaube, ich habe eine Sache nicht ganz hinbekommen, die ich eigentlich hätte hinbekommen sollen, und das war halt total knapp und so und voll doof. Ja, genau das meine ich. Nein, ich muss mich beeilen. Nimm ihn mit, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Lauf, 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 lauf. Oh, knapp, ey. Also, wirklich. So knapp muss das in Zukunft jetzt aber nicht sein. Moment. Wo führt mich dieser Weg hier lang? Nirgendwo. Schön. Aber schön, dass es trotzdem möglich ist. Und nicht einfach so, oh, tot. Okay. Dann halt nicht. Schade. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier als nächstes für ein schönes Rätsel haben. Ich spring mal hier rüber. Sowas darf ja auch nie fehlen, ne? Jetzt kannst du mich mit einem Zug schocken tatsächlich, weil hier weiß ich nicht, welches Ding. Na! Hm.
Genau so sollte das. Ich hatte gehofft, dass das so laufen wird. Aber apropos so laufen. Gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Weil... Hier können wir ja schließlich auch langlaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht irgendwas Tolles ist. Zum Beispiel ein Secret. Yes! So. Was mir diese Secrets bringen oder ob die jetzt irgendwie relevant sind und ob die ein Secret Ende vielleicht irgendwie nach sich ziehen, glaube ich nicht, ehrlicherweise. Aber ich muss es jetzt schaffen, hier durchzukommen, denn ich habe keine Lust nochmal in diese Richtung zu gehen und das Secret da zu holen, nicht? Das ist jetzt natürlich nochmal ein erneuter Ansporn, das hier zu schaffen. Oh, ach so, so funktioniert das. Okay, ja, lol, okay. Oh nein. Ich hätte... Ich hätte direkt abspringen müssen, ha? Abspringen? Nein! Oh. Was muss ich denn da machen? Das ist ja furchtbar. Oh. Mann, ey. Naja. Also auf ein neues. Vielleicht wird das ja auch bald zu einer Fail-Compilation. Ich weiß echt nicht. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Nein! Och, jetzt bin ich nochmal abgesprungen, ey. Ich wollte doch nicht abspringen. Ich wollte einfach nur hochklettern, Mensch. Och, Freunde. Okay, auf zum nächsten Punkt. Fail Compilation Teil 3 oder 4 oder wie auch immer. Yay! Genau. Warte jetzt, bis das Ding sich ausschwingt. Ja. So, jetzt kletter ich hoch. Langsam hochklettern. Langsam aber sicher hochklettern. Weil dann könnte man ja auf die Idee kommen, an dieses Kabel hier zu springen. Auf diese Idee hätte ich vielleicht auch schon ein bisschen früher kommen können. Aber hey. Muss ja auch nicht. So. Jedenfalls geht's jetzt weiter. Hier steht ein Holztransporter. Ja gut. Holzfäller und so weiter. Hatten wir ja alle schon gesehen. Geh doch auf den Bahnsteig, ey. Was ist denn los mit dir? Warum geht der denn nicht auf den Bahnsteig? Okay. Hallo. Hallo. Okay. Klar. Gucken wir weiter. Danke, dass du auf den Bahnsteig gegangen bist. Also wirklich, das ist ja... Immer dasselbe, ey. So, Secret. Bam. Yes. Nice. Wundervoll. So, dann sind wir jetzt an einem Bahnhof angekommen und machen jetzt lustige Dinge hier wahrscheinlich, oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo er mit seinem Bruder jetzt hin möchte, ehrlicherweise. Also ich meine, bringt er den jetzt ins nächste Krankenhaus oder wie? Also, so richtig schlau bin ich aus der Story noch nicht geworden. Also es sieht mir zwar schon wieder wie so ein bisschen totalitärer Staat bla 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 aus, aber oder Konsumkritik oder so. Aber naja. Ich finde halt irgendwie noch nicht so ganz richtig, wie das hier... Oh. Oh, er verfolgt mich. Oh, das ist aber gar nicht nett. Die Kiste hätte ich vielleicht noch brauchen können. Gut. Was ist da? Ich verstehe sowieso nicht, warum der Dude uns hier, folgt. Ja.
chill. Chill Audio. Dann gehen wir jetzt hier unten lang. Ja, okay. Wie, der kommt da hoch? Was? Was ist denn er für ein krasser Dude? Stop. Ah, das ist cool hier, wie hier das, das ganze Environment sozusagen recycelt wird. Indem es halt einfach hoch und runter fährt. Warum auch immer das hier ein Thema ist, dass die Sachen hier hoch und runter fahren. Aber hey, ist cool gemacht. Ich verstehe halt nicht, warum der Dude uns verfolgt. Ich meine, offenbar macht er irgendwelche Experimente mit Kindern, aber... Ja. So, dann setze ich dich mal hier ab. Kann ich das hier verschieben? Nee. Ach so. Ja, gut. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so das Mastermind-Rätsel schlechthin hier, ne? Also ich meine, das kriegt man ja alles noch gelöst. So. Gibt es jetzt noch irgendwelche Sachen, die problematisch sein könnten? Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Könnte natürlich sein, dass es nach unten gefahren werden könnte. Jo. Ein rotes T-Shirt. Aha. So ein bisschen dystopisch angehaucht ist es natürlich. Oh, niedlich. Würde mich wahrscheinlich zerfleischen, aber er ist trotzdem niedlich. So. Hier rein. Hier rüber. Ich meine, vom Level-Design ist es halt echt gut gemacht, ne? Und ich finde auch allgemein dieses... tatsächlich monochrome, dass man wirklich nur das Rot sieht. Finde ich eine coole Idee. Kann man machen. Und der streicht halt den dystopischen Charakter. Ach so. Ist das jetzt mein Freund? Also ich meine, es scheint ja gar nicht so schlimm zu sein mit dem... Was? Robotern also tatsächlich Dinge tun, die lustig sind. Das heißt, die Roboter sind meine Freunde. Ist doch schön, oder nicht? So, was ist das jetzt hier? Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass ich da ein Secret finde, wenn ich da so ein bisschen was mache, aber offenbar nicht. Nun gut. Dann schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Ich sagte, das Level-Design ist halt echt gut. Kann man nichts anderes zu sagen. Okay.
Hier ist ein Schalter. Dann kann ich offenbar... Ah, ist eine Kiste. Diese Kiste wird mir sehr viel helfen. Sehr behilflich sein. Nehme ich hier dran. Okay. Das sieht ja schon mal gut aus. So. Hier nochmal rüber und dann da hoch. Das ist jetzt eigentlich der Vorteil, den ich jetzt davon erhalten habe. Ach, das Licht. Ja, logisch. Ah, ja klar. Okay. Licht. Logisch. Ja. Ich hätte doch glatt vergessen, dass das Licht hier irgendwie eine Bedeutung hat. Na gut. Na? Was ist los? Und das Ding hier noch runter? Nee. Okay. Schade. Dann mal folgendes. Erschwingen. Weil das ist jetzt die Frage, ne? Ich jetzt hier her und hin und. So. Ich jetzt hin und her schwinge und mich jetzt quasi hier so abstoße, dann ist die Frage. Schwingt er jetzt noch ein bisschen nach? Kriege ich das so hin? Yeah! Flupp! Und schon haben wir es geschafft. Ja, ist ja ein Traum. Ja, Mensch. Guck mal einer an. So schwer ist das ja gar nicht. Ganz schön verräuchert hier. So viel los, aber man weiß trotzdem so in etwa, wo es lang geht. Das finde ich echt gut gemacht. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier machen. Ja. Sorry, aber naja, bei dem Regen merkt man das gar nicht. So, da komme ich nicht ran, okay. So, ja, hier Roboter, ist total toll, weil... Ja, ist klar. Hoch da. Hoch da. Oh, wow. Ja gut, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass er da aus der Tür rauskommt. Ich dachte so, hoch, in der Tür könnte ja ein Secret sein. Ja, nee, ist klar. Ja. Natürlich doof, wenn das nicht so ist. Bisschen mehr Vorsprung. So, ich weiß gar nicht, wo wir lang sind. Okay, weiß es doch. So, ich guck schon mal im Voraus. Wahrscheinlich wird er da durchbrechen, oder? Oder auch nicht. Ah, das ist auch schon wieder eine Tür. Auch schon wieder so verdächtig aus da. Ah, ich weiß ja nicht. Oh. Ah, und schon reisen wir in die unendlichen Weiten. Mit dem Zeppelin. Oder, na gut, also erstmal mit dem Ballon, aber wahrscheinlich zu einem Zeppelin. Nee, ne? Was ist das? Ah, der Fahrstuhl. Okay. Hm.
Kommen wir hier rauf? Nein, hier kommen wir nicht rauf. Gut. Kommen wir hier dann rein? Ja, okay. Oha. Dude. Okay. Der Seite. Ah, okay. Nochmal. Ach nee, hier können wir nicht raus. Okay. Gut. Ah, hier können wir ihn aber absetzen. Das ist schon mal gut. Weil dann kann ich im Prinzip nach ganz oben fahren. Dann habe ich hier nämlich den Weg zurück. Ja, danke für nichts. Das bringt mir ja gar nichts, oder? Bringt mir das was? Was sind denn das für Fahrstühle hier? Das ist ja überhaupt nicht cool. So, okay. Jetzt. Da quietscht das Ding schon runter, ey. Das ist doch doof. Ich meine, das bringt mir ja nur auch nichts, wenn ich ihn jetzt hier aufsammel und dann hier weiter... Ach doch, das bringt mir was. Das bringt mir was. Das bringt mir was. Nein. Das brachte mir so knapp etwas. Das Problem ist ja im Prinzip... Hier fällt man ganz runter, ne? Ja, okay. Also ich muss den hier schon so ein bisschen... Ich werde ihn so ein bisschen hoch machen. Ungefähr so. Nee. Ah, ich habe den ja jetzt auf der Schulter. Ach, das ist doch doof. Sehr gut. Kann ich sogar so machen. Krass. Yeah. Cooler Stuff. Ja gut, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich möchte quasi... den hier nach ganz oben fahren und dann möglichst schnell darüber. Damit ich quasi vom Dach des Fahrstuhls noch... Gut. Habe ich da direkt... Nee. Na, stopp. Danke für nichts, Spiel. So. Aber was sind das, ey? Also wirklich, was sind das für Fahrstühle, ey? Nee. Nee. Find ich nicht in Ordnung. Solche Fahrstühle brauchen wir hier nicht. Eigentlich. Aber gut. So. Ein Stückchen hoch. Da rein. So. Da. Rüber. Darauf. Hier rüber. So. Auf geht's. Dann hier rein. Oder mitnehmen. Und zwar schnell jetzt. Komm. Mach doch hin da. Nein. Nein. Oh, please, Alter. Ey, oh, das ist ja so nervig. Oh, Mann, ey. Ah, ja, nee. Hör auf, da reinzubacken. Weil diesen einen blöden Sprung nicht hinbekommen hat, ey. Oh, ein bisschen janky ist das Spiel an einigen Stellen auch. Aber na gut, okay. So. Also nochmal. Ah, das ist auch nervig. So. Nehmen wir das so hin. Nehmen wir das so hin. Ja, okay. Auf, jetzt bin ich hier... Schneller als die Polizei erlaubt. So. Guck da jetzt. Ihn mit. Darauf. Darauf. So. Jetzt haben wir es nämlich. So, jetzt können wir den hier nämlich nach ganz oben fahren. Und dann hier dementsprechend die Leiter hochgehen. So. Und was uns
auf diesem Dach erwartet, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass ihr so weit dabei gewesen seid und wie auch immer. Ja, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr wisst, wie es hier bei Monochroma weitergeht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.